Hallo, willkommen alle zusammen. Uni, lasst uns Internetzensur gemeinsam bekämpfen. Wenn man über Internetzensur denkt, dann denken viele Leute an Länder wie Iran oder China. Aber viele Leute wissen nicht, dass in praktisch allen Ländern auf der Welt ebenfalls Internetzensur stattfindet. Und dieser Vortrag wird euch mehr darüber erzählen. Und unser Vortragende ist der Gründer und Entwickler von Uni und er wird mehr über sein Projekt erzählen. Und bitte einen herzlichen Applaus für Uni, für ihn. Hi. Also ich glaube, ich möchte anfangen, mich zu bedanken bei euch und zum Ausdruck bringen, was für eine Ehre das ist, bei euch vorzustellen. Vor diesem Publikum, wie dieses von CCC. Ich komme zu diesen Veranstaltungen seitdem ich knapp über 18 Jahre alt war und ich glaube, dieses Projekt und auch ein großer Teil meines Erwachsenenlebens ist dank Begegnungen und Dingen, die ich in Veranstaltungen wie dieser hier gelernt habe. Und deshalb jetzt gleich Kopf voraus. Das Erste, womit wir anfangen sollten, wenn wir darüber reden, über dieses Projekt wie Uni zu sprechen, ist, worüber reden wir hier eigentlich? Also um ein Framing zu finden, was bedeutet es, wenn wir sagen, über Internetzensur sprechen? Weil da gibt es ein paar Videoverbindungsprobleme. Okay, was ist Internetzensur? Im Kontext von Uni, wenn wir über Internetzensur sprechen, was wir meinen, ist irgendeine Art von Netzwerkbeeinflussung, Beeinträchtigung, Störung, die intentional stattfindet, die entweder die Realität verzerren oder stören soll, von der Perspektive eines Landes oder eines Netzwerks. Das bedeutet also, wir brauchen eine Intention des Zensors, diese alternative und verzerrte Realität darzustellen, des Internets darzustellen. Ein anderes Wort, was wir benutzen, um es zu definieren, ist Filternet. Und was ihr sehen wird im Laufe dieser Präsentation, ist, dass wir tatsächlich ganz viele Filternets auf der Welt haben, in Abhängigkeit zu den Ländern, wo wir uns befinden, in Abhängigkeit zu den Regimes oder der politischen Regierung und Ideologie, die dort an der Macht sind. Sind verschiedene Perspektiven, was akzeptiert ist und was akzeptierbar ist im Netz und was nicht. Und deshalb Uni oder offenes Observation von Netzwerkbeeinträchtigung ist ein Projekt, was wir in 2012 gestartet haben. Und es ist ein Gemeinschaftsprojekt, was besteht aus einem Netzwerk von Freiwilligen, die diese Software installieren und Beweise sammeln über Internetzensur überall auf der Welt. Und bis heute haben wir Methoden und Werte gesammelt. Wir haben Werte von 10.000 verschiedenen Netzwerken jeden Monat. Aber diese Grundprinzipien, die wir bei Uni haben und warum wir uns entschieden haben, mit der Arbeit zu beginnen, dieses Projekts, ist, dass wir wollen Netzwerkmessungen anwenden, um Netzwerkbeeinträchtigung und Zensur offenzulegen. Also Uni ist offene Methoden. Was bedeutet, dass alle Tools und Techniken, die wir verwenden, um Internetzensur zu untersuchen, werden offen dokumentiert und spezifiziert und so ein bisschen wie bei RSC-Format. Und sie erlauben Leute zu validieren, was wir beanspruchen und behaupten zu tun und dass es fair ist, was wir tun.
Und die Methodologie ist, dass wir die werden dann spezifisch implementiert, ist, dass wir Open Source Software benutzen. Also ihr könnt verifizieren, was wir benutzen. Also das ist konsistent mit dem, was wir tatsächlich durchführen. Und offene Daten. Also die Daten, die wir einsammeln, die bei Tausenden, Hunderttausenden Freiwilligen überall auf der Welt gesammelt werden, werden offen für alle öffentlich gemacht und können für alle verwendet werden. Also vom Anfang bis zum Ende der Kette geht es darum, dass wir Validierungsmöglichkeiten schaffen und dass das, was wir machen, korrekt ist und Sinn macht. Und hoffentlich bei der Form von Transparenz erreichen wir irgendwann einen Status, in dem wir sagen können, dass alles, was wir machen, ist reproduzierbare Recherche ist. Sodass jeder von der Definition zur Implementierung zur Publizierung ist reproduzierbar. Alle Tools, alle Werkzeuge, alles, sogar unsere Sys-Admins, also alles, was wir tatsächlich machen, dass jeder es quasi für sich selber zu Hause zusammenstellen kann, das Uni, wenn sie möchten. Und bevor ich jetzt weiter tiefer eindringe, was Uni ist, möchte ich euch kurz einen Geschmack davon geben, was möglich ist mit dieser Form von Recherche. Also was sind so die Dinge, die wir herausfinden können, wenn wir Netzwerkmaßgaben sammeln. Und das sind offensichtlich nur kleine Beispiele und Auswahlen und Samples. Also ihr könnt mehr darüber erfahren, wenn ihr unsere ganz langen Reports lest. Aber es geht darum, dass wir zeigen können, welchen Einfluss das Werkzeug wie UniProbe auf die Welt haben kann. Also den ersten Fall, über den ich sprechen möchte, ist vielleicht etwas, wovon ihr gehört habt in den Nachrichten, also vielleicht auch nicht, es war nicht so sehr berichtet drüber, aber schon ein bisschen. Es geht um den Protest in Äthiopien, und zwar letztes Jahr, in 2016 im Dezember. Diese Proteste brachen aus in einer bestimmten Region in Äthiopien und waren in Beziehung zu einem Konflikt über den Ausbreitung einer bestimmten Stadt, über die Stadtgrenzen von Jabada, die dann andere Leute verdrängt haben, damit die Stadt sich weiter ausbreiten kann. Und das führte zu sehr ernsthaften Protesten. Und die Polizei, die waren sehr gewalttätig, auch die Polizei war sehr gewalttätig gegenüber den Demonstranten. Und als Resultat dieser Proteste konnten wir feststellen, dass es Netzwerkstörungen gab, um dafür zu sorgen, dass Protestanten nicht mehr miteinander kommunizieren konnten, dass Protestanten untereinander nicht mehr koordiniert werden konnten, dass sie sich nicht mehr selbst organisieren konnten. Und mit Uni haben wir Beweise gesammelt, dass man quasi beweisen konnten, wie wurde dort blockiert, dass Deep Packet Inspection verwendet wurde, die uns, ja, wir haben Möglichkeiten gefunden, wie wir diese Sachen beobachten und messen konnten. Und viele Webseiten und Medien-Webseiten und natürlich auch politische Oppositionswebseiten wurden blockiert während dieser Zeit. Und im Anschluss in Äthiopien gab es einen Ausnahmezustand von 8. Oktober 2016 bis einige Monate zuvor, also August 2017. Und was interessant ist, dass was wir gesehen haben und was wir beweisen konnten, ist, dass Zensuren und Blockaden und diese Sachen wurden halt blockiert und installiert, bevor der Ausnahmezustand aufgerufen wurde, was eigentlich nicht erlaubt war, bis der Ausnahmezustand das dann legalisiert hat. Und wir haben dann mit Amnesty International zusammengearbeitet und unsere Ergebnisse vorgestellt und unsere Beweise vorgestellt, um zu zeigen, dass das tatsächlich passiert ist und das ist nicht nur einfach und dass es tatsächlich eine Menschenrechtsverletzung ist. Ein anderes Beispiel, an dem wir gearbeitet haben mit unseren
malaysianischen Partnern ist ein, was wir dieses Jahr publiziert haben, ist eine Studie in Internetzensur in Indonesien. Wir haben herausgefunden, dass viele Webseiten und Portale blockiert wurden. Und eines der interessantesten Sachen war, dass wir haben Messungen von 60 verschiedenen Netzwerken genommen. Und mit diesen konnten wir sehen, dass es viele Unterschiede gab zwischen den verschiedenen Betreibern, was blockiert und was nicht blockiert wurde. Zum Beispiel Vimeo und Reddit wurden von einigen ISPs geblockt oder von einigen Providern blockiert. Auch wenn vor 2 Jahren dieser Block eigentlich schon wieder aufgehoben wurde. Und das zeigt auch, dass die indonesische Gesetzgebung sagt, dass Provider, die das Recht haben, Content, also Inhalte und Webseiten zu blockieren, die negativ oder bösartig sind. Und im Prinzip können die Internetprovider halt selber entscheiden und selber beurteilen, welche Webseiten blockiert werden dürfen. Und daher sieht man auch deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Providern und was blockiert ist und was nicht blockiert ist. Und es ist halt auch wichtig, selbst in so Orten, wo man sagt, ja, hier findet Zensur statt, das heißt nicht unbedingt, dass man weiß, wie die Zensur von dem eigenen Nachbarn aus, wie die aussieht. Ein weiterer Report, der sehr interessant ist, über den ich mit Einfachheit eine Stunde reden könnte, aber das machen wir jetzt nicht, der im Jahre 2017 im September publiziert wurde. Und es ging um Iran und wir haben herausgefunden, dass es eine große Anzahl von Webseiten, die blockiert waren. Wir haben 1020 Webseiten, URLs, die in Iran geblockt waren, aus verschiedenen Kategorien. Und was ich dazu sagen möchte, ist, dass Iran eines von den Ländern ist, die halt hochtechnologische Zensurinfrastruktur hat. Und sie sind halt relativ modern. Und zwei interessante Aspekte, die besonders sind für Iran, sind, dass die Zensur nicht deterministisch ist. Das heißt, man beobachtet eine Webseite und nicht jeder Zugriff auf die Webseite ist blockiert, sondern manchmal klappt es. Also manchmal die Pakete werden halt im Netzwerk fallen gelassen, sodass sie nicht ankommen, sodass die Webseite eigentlich nicht vollgeblockt ist, sondern nur unzuverlässig erreichbar ist. Der andere Aspekt, den wir herausgefunden haben, ist, dass wir haben Daten von 2014 bis heute analysiert und wir konnten halt den Verlauf betrachten. Und wir haben gesehen, dass einige Webseiten wie Instagram, früher waren es nur einzelne Posts, die blockiert wurden, oder einzelne Seiten auf der gesamten Webseite, die als unakzeptierbar markiert wurden und geblockiert wurden. Aber als Instagram dann HTTPS implementiert hat, hat die iranische Regierung sich gefragt, ob sie jetzt halt die gesamte Webseite blockiert oder nur individuelle Seiten oder halt gar nicht, weil mit HTTPS geht das nicht. Und das ist halt auch etwas, worüber man nachdenken muss. So, also zum Beispiel, es ist ja eigentlich eine positive Sache, wenn eine Webseite per HTTPS erreichbar ist, aber es bedeutet halt auch dass bei Zensurvorhaben dann halt die gesamte Webseite blockiert ist und nicht nur einzelne URLs. Und nun ist Instagram komplett blockiert in Iran.
Ein anderer Fall, den ihr wahrscheinlich kennt und von dem ihr gehört habt, passierte in Spanien, jetzt gerade vor ein paar Monaten. Und es war so um das katalonische Unabhängigkeitsreferendum. Und es gab so eine Bewegung, um ein Referendum voranzutreiben, um Unabhängigkeit von Spanien zu bekommen für die Katalanen. Und als Resultat hat die spanische Regierung entschieden, dass eine Möglichkeit, um eine Hürde zu kreieren für den Erfolg des Referendums und der Bewegung, war die Implementierung von Zensur von bestimmten Websites. Und der Grund, warum das ist so ein wichtiger Fall, über den wir reden müssen in Europa, ist, wir sollten nicht vergessen, dass diese Dinge auch bei uns zu Hause passieren. Dass wir oft, wenn wir über diese Sachen reden und über Internetzensur sprechen, wir denken als über was, was nur drüben und da drüben und weit weg stattfindet. Aber es gibt viele Länder in Europa, die Internetzensur betreiben für Gambling, also für Spiele, die diese Infrastruktur haben und es wird benutzt und die können implementiert werden, um Internetzensur statt. Und Menschen an der Macht können diese Position ausnutzen. Und sie können Dinge tun, die offensichtlich nicht akzeptierbar sind. Und im katalanischen Referendum wurden 25 Webseiten geblockt. Das .cat-Registrierung wurde gezwungen runterzunehmen. Also ganz viele von den .cat-Domains wurden runtergenommen. Also einfach nur Seiten, die Informationen über dieses Referendum zur Verfügung gestellt haben. Waren nicht mehr erreichbar. Und ich hoffe, das gibt euch einfach nur eine Idee über die Dinge, die entstehen können, die wir herausfinden können, wenn wir sowas wie Uni-Software verwenden. Und was ich jetzt gerne möchte, ist über euch zu sprechen, über das Ökosystem, was Uni-Software hat, über die einzelnen Software-Komponenten, die Uni alles, was wir hier machen, ist Open Source. Ihr könnt Git Clone machen und dann könnt ihr es selber zu benutzen. Und das Erste, was ich euch ein bisschen näher bringen möchte, ist der Motor, den Client, den wir benutzen, um Netzwerkexperimente zu machen und auf was er basiert. Also das ist unser Messungskit und das benutzen wir, um alle Netzwerkmessungen vorzunehmen und es unterstützt Android, iOS und es funktioniert auch auf jedem Unix-System. Wir sind im Prozess dabei, sicherzustellen, dass es auch auf Windows vernünftig läuft. Wir haben JNI und Node.js Bindings. Das heißt, ihr könnt es verbinden in einer Bibliothek, in einem Projekt von euch, wo ihr bestimmte Experimente machen müsst, die Messungen von Netzwerk für notwendig haben, betrachten. Also was ich gesagt habe, das Tool, was wir benutzen, das Werkzeug zum Sammeln, ist UniProbe. Wir haben eine Android-App und eine iOS-App, die ihr runterladen könnt auf euer Telefon. Und es ist, wir haben macOS und Linux in Form von WebUI. Und wir arbeiten auch daran, eine Full-Feature-Desktop-Version zur Verfügung zu stellen, die auch Windows unterstützen wird. Und die Art von Tests, die wir machen, wie ich vermute, wie ihr versteht, von den Fällen, die ich euch gezeigt habe, den Beispielen, sind meistens um diese Kategorien. Wir haben Tests, die Webzensur untersuchen, also ob eine bestimmte Seite blockiert wird. Wir überprüfen, ob Instant Messaging Apps wie Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp oder funktionieren oder eben nicht funktionieren. Wir haben eine Reihe von Tests, die das überprüfen, ob sowas wie Tor, Browser zu funktionieren oder nicht. Wir haben auch andere Tests, die so ein bisschen mehr versuchen zu verstehen, Eigenschaften eures Netzwerks zu verstehen, also ob es eine Middlebox
also sowas wie ein Transparent Issue Proxy, das die Verbindung stört und ob sowas geht bei euch im Netzwerk. Und wir haben auch noch Tests, die Speed und Performance, also Geschwindigkeit und Performance überprüfen des Netzwerks. Und das ist, so sieht unsere mobile App aus. Ihr könnt es in eurem Telefon finden und ihr könnt überprüfen, was blockiert ist und was nicht blockiert ist. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr beitragen zu unserem globalen Verständnis von Internetzensuren. Das ist unser Desktop-Client. Es ist das Web-User-Interface. Und das ist was anderes Interessantes, was wir vor kurzem erst veröffentlicht haben. Es ist eine Art und Weise, wie ihr andere Leute mit involvieren könnt in der Überwachung von Internetzensur über die Dinge, die euch wichtig sind. Also mit UniRun könnt ihr eine Liste von URLs erstellen, die ihr überwachen wollt und überprüfen wollt. Lasst uns kurz sagen, sowas wie Tierrechte, und wenn man so deutsche Seiten überprüfen möchte, könnt ihr einen UniRun-Link machen, und wenn die Leute darauf klicken, wenn sie die App installiert haben, dann wird die App anbieten, diese Seiten zu testen. Und wir offensichtlich freuen uns über Beiträge und Vorschläge, die wir testen sollten, aber ihr könnt das auch ganz alleine machen, ohne uns. Und wie ich gesagt habe, es gibt ganz viele Daten, die zur Verfügung stehen. Es ist alles aus und alles offene Daten. Also ihr könnt die Uni-API verwenden. Ihr könnt die Daten benutzen für eure eigenen Studien, um Beweise zu finden für Internetzensur. Ich weiß nicht so ganz, was hier los ist mit dem Blinken. Also das ist Uni Explorer, Uni Entdecker. Es zeigt eine Karte und es zeigt alle Möglichkeiten, die wir haben und was für Messungen wir vornehmen können und welche Daten in welchem Land zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, wir haben auch die API, die ist mehr, richtet sich offensichtlich mehr an Entwickler. Also ihr könnt das queryen und könnt die rohen Daten bekommen, und alle Rechercheberichte basieren alle auf denselben Daten. Also ihr könnt eure Recherche veröffentlichen und schreiben basierend auf unseren Daten. Also wir sind so offen, wie es nur offen geht. Also geht raus, benutzt Unidata und versteht besser, was in den Ländern passiert, die euch wichtig sind. Und zum Abschluss und möchte ich noch ein Beispiel bringen aus Kuba, eine weitere Geschichte über eine Reise die einige Leute von unserem Uni-Team halt gemacht haben. Und ich habe ein Video hier, das ich benutze, um die Geschichte halt zu unterstützen. Und ja, und das war halt im Juli 2017. Und the audio is not playing. Yeah, so der Sound kommt leider nicht durch. Also wir können leider den nichts hören aus dem Video. Also ich erzähle euch die Geschichte von dem Trip, und das, was ihr hier seht, ist passiert halt während der Reise. Einige Sachen haben sich natürlich geändert in der Zwischenzeit, aber ihr könnt mehr Informationen in unseren Forschungsergebnissen finden. Viele von uns es ist halt für uns selbstverständlich, und viele hier am CCC-Kongress ist das selbstverständlich, aber es gibt halt Teile der Welt, wo Internetzugang halt nicht selbstverständlich ist, und das ist halt die Welt, wo viele Leute immer noch drin leben. Und hier in Kuba in 2017 haben wir das mal genau untersucht. Hier ist Maria, Leonin und weitere Leute,
die, also ohne deren Arbeit wäre es halt nicht möglich, das hier alles zu machen. Und sie können halt nicht von zu Hause das Internet zugreifen. Sie müssen halt nach draußen gehen und müssen das Parknet, also das Parknet im Park nutzen, um auf das Internet zuzugreifen. Vor 2 Jahren wurden mehrere Hotspots aufgesetzt, mit denen man dann ins Internet gehen konnte in Kuba. Und diese Hotspots sind in der Regel in Parks oder in anderen öffentlichen Orten. Und daher, Kubaner greifen nicht auf das Internet zu, sie besuchen es. Und insbesondere während der Nacht, viele Kubaner versammeln sich draußen, um dann mit ihren Freunden und Familien über das Internet draußen zu kommunizieren. Und es gibt nur eine Telekommunikationsfirma in Kuba. Und es gibt diese Karten aus für $5 oder 1,5 Dollar pro Stunde. Aber manchmal, also gehen die Preise halt auch noch höher. Und wir wollen herausfinden, zu welchem Grad Internetzensur stattfindet. Und wir lassen UniProb laufen, um herauszufinden, wie weit die Zensur stattfindet. Und wir haben 41 Webseiten, die blockiert sind. Und viele Webseiten, die blockiert waren, waren Nachrichtenwebseiten und Blogs und prodemokratische Webseiten und rechtsradikale Webseiten. Und viele von diesen waren halt direkter oder indirekter Kritik der Regierung. Und unsere Software war es möglich, zu bestätigen und zu validieren, dass diese Webseiten tatsächlich blockiert sind und auch herauszufinden, wie diese Zensur umgesetzt wurde. Es wurden dann halt in vielen Ländern, wenn eine Webseite blockiert ist, dann sieht man meistens immer eine, diese Webseite ist blockiert, Webseite, also solche Blogpages. Und diese Seiten informieren einen darüber, dass die Webseite blockiert ist. Und in Kuba ist es eigentlich so, wenn man auf eine blockierte Webseite geht, dann ist die Webseite halt komplett weiß und es ist halt nicht klar, dass es ein Blog ist oder etwas anderes ist. Und man sieht halt in vielen Ländern, und das Interessante war halt nur, dass die HTTP-Version dieser Webseiten blockiert war. Die HTTPS-Version der Webseiten war halt nie blockiert und so konnte man leicht die Zensur umgehen. Und der chinesische Verkäufer Huawei unterstützt das kubanische Internet und die ganze Infrastruktur scheint halt von Chinesen zu kommen und auch Quellcode deutet darauf hin, dass Chinesen die Infrastruktur aufgebaut haben. Und insgesamt haben wir halt den Eindruck, dass die Internetzensur in Kuba nicht sonderlich hochtechnologisch und effizient ist. Aber Kubas also die Entwicklung des Internets in Kuba ändert sich auch. Und deswegen denken wir, dass es wichtig ist, diese Entwicklung weiter zu verfolgen, weiter Messungen anzustellen und weiter Daten zu sammeln, wie sich die Internetzensur in Kuba weiterentwickelt. Und ich bin genau fertig geworden. Ja, genau, das war alles perfektes Timing. Und jetzt alle Leute im Publikum, die jetzt neugierig sind oder die sich beteiligen wollen am Projekt, es gibt eine Assembly, ihr könnt uns besuchen auf der zweiten Etage
Und da könnt ihr natürlich auch mehr Fragen stellen. Und ich freue mich dann auch darüber, eure Fragen zu beantworten. Also, schaut einfach vorbei bei der Uni Assembly. Und noch eine Runde Applaus für...